Ey, ich hab das gesagt, ich bin noch pissen! Ja, ja, D2 habe ich eh nie gemocht. Was? Also, ich glaube, wer war das denn jetzt? Der Fischer DJ war das, glaube ich, gerade. Ja. In der Navigation. In der Nav. Also, ich war ziemlich lang mit Cash die ganze Zeit unterwegs. Ja, ist nicht der Kronos. Ja, und das hieß nicht hier. Wir haben doch jetzt zwei, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, wenn ihr euch gegenseitig beschützt, das heißt, es sind entweder Kronos und Kesh oder es sind Atma und Pippin. Das ist ja schön. Finde ich gut. Ah, oder es ist warum? Alleine, mit sich selbst. Richtig. So das ist macht es. Keinen Sinn. Warst du die ganze Zeit alleine unterwegs oder was? Welch? Ja. Ich war jetzt eben im Admin, wir waren zusammen gerade im Admin. Du wirst dich erinnern, wir haben diese Auto gedöst. Aber da war ja noch. Plenty of time zu killen. Stimmt, ich habe Kishi, glaube ich, im Augenwinkel gesehen. Dann bin ich runter und habe gerade die Karte geswiped und dann hat der Pippin also gemeldet. Eher Richtung Pippin Atma, würde ich sagen. Also ich bin gerade aus der Kaste. Das würde ich natürlich auch sagen. Ja, gut. Ich bin aus der Kaste, ich bin Navigation, hab niemanden gesehen und dann lacht da jemand. Also ich habe O2 gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch noch O2 gemacht hat. Wir haben auf der anderen Seite. Also wir waren keiner. Ich habe mit dem Kronos auf der anderen Seite O2. Ja, aber O2 oben ist ja auch in der Nähe von NAV. Ist richtig. Also bist du nach O2 zu NAV oder wie bist du gerade zu NAV? Ich bin gerade aus Reaktor gekommen zu NAV gegangen, weil ich sehr, sehr langsam heute mal wieder war, weil ich diese scheiß Beep-Aufgabe da hatte. Es kann natürlich, auch trotzdem sein, dass es Kronos und Kesh sind, dass wir Kronos und obwohl die jetzt gerade mit mir allein waren, Kronos mich deswegen nicht umgebracht hat am Navi, obwohl er nur mit Kesh da war, weil er noch den Cooldown vom Kill am Teemo hatte. Also es können die zwei trotzdem auch immer noch sein, auch wenn sie mich am Leben lassen. Vorher die ganze Zeit electrical. Ja, wenn ihr zwei zusammen Imposter seid, könnt ihr so viel zusammen nur durch die Gegend laufen, das bringt euch gar nichts. Die Kronos in diesem Spiel sind relativ schlecht. Von daher würde ich immer auf Pippin und Atma gehen. Was hat er gerade gesagt? Beste Argument des Abends. Was hat er gesagt? Ich hab's auch nicht verstanden. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, Kronos und Kesh verteidigen sich beide Gegner viel zu hart. Er hat gesagt, dass deine Anschuldigungen heute oder deine Verteidigung nicht so gut sind, deine Argumente. Ich habe mich die ganze Zeit nicht verteidigt, weil ich nie einen Grund hatte, mich zu verteidigen. Ich fand eben meine Verteidigung durchaus gut. Immerhin habe ich gewonnen. Ja gut, also ich schon ein bisschen zu krass, was die machen. Also ja gut, ihr macht halt. Also Pippin sagt mir ja nicht mehr, er sagt mir, er ist von Reaktor nach NAV. Er hat mal nicht gesagt, ob er oben entlang ist, unten entlang ist. Ja, oben Ding, entlang. Ich hab doch gesagt, ich bin durch die Kräfte gedufogelt. Wir wissen aber auch nicht, wo die andere Leiche ist. Ja, wir müssen aber voten. Wir müssen ja, aber wo sind die andere Leiche? Ja, ich weiß. Ich hab gewotet. Ja, ihr seid so Lappen. Ihr seid so Lappen. Ihr seid so Lappen. Ich hab auch schon zwei Runden schon gesagt. Oh Leute, ja, cool! Ihr seid so Lappen! Nö, nicht! Au, au.
Du ganz ehrlich, warum habt ihr angefangen, wenn ich sage, ich bin doch auf dem Klo? Ich bewege mich 2 Zentimeter, Pipi kennt mich. Ich nicht gehört, hast du hast nur irgendwas schnell gesagt, darauf kam von Cashy ein Psst und dann war der Fall wieder. Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Ich habe kurz das überlegt, ob du Pizza bestellt hast. Ich war doch gerade pissen. Ah ja, das war mal schön. Den Report, der war mal fein. Du. Ja. Warum hast du das Self-Report gemacht? Das war gut. Ja, weil es keiner das checkt. Hat genau gepasst, weil der on point war. Weil der bei 2 Impostern kannst du das bringen. Ja, aber das ist halt das, was wir sagen. Das war 2 Imposter, war bei 8 ja. Leuten schon 2, ja, war 2 schon ja, zu viel. Bei 7 ist halt echt. Wir müssen eher ein bisschen mit den Einstellungen spielen, ja. Anstatt auf 2 Imposter zu gehen. 2 Kills, einen rausgevotet und. Richtig und fertig. Also, das ist ja nichts gewesen. So, ich bin nochmal im Bett, Kinder. Ja, meine Dame. Gut. Fischer DJ left the game. Also Fischer, eins hätte ich jetzt noch gemacht, bis 10 hätte ich noch gemacht. Ja, aber ich glaube, dann brauchen wir nicht. Ich bin tot. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Kinder. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss, bye-bye. Liebe. Bist du? Kronos left the game. Ja, wir müssen Neues aufmachen. Ja, wir müssen Neues aufmachen. Ja, gut, dann hopp. Hip, ach so, hopp, ich habe die Hop. Schon geschlossen. Warum? Ja, wegen meinem Datenvolumen. Wegen ihres Datenvolumens. Ich habe es mal übersetzt, weil ich glaube, es ist gerade aufgebraucht. Irgendwie crappy. Ich mache gerade Browsercode. Ja, ist bei mir auch so. Teamspeak ist gerade. Wow, ich habe kein Geld dafür bezahlt. Naja, es schneit jetzt aber auch wieder in Grün. Also, die können Probleme haben. Können wir eine andere Map? Oh, ja. Oh, wäre auch mal witzig, ja. Wer macht nur? Jemand, das kann? Ja, ich nicht. Leute, es läuft über mein Handy. Welche wollten wir dann? Machen wir mal die da. Ich würde sagen, Kronos, mach du das. Du hast proaktiv als erster Kraft, dass wir eine neue Lobby brauchen. Dann kannst du's ja, auch er machen. Ist auch schon beschäftigt. Er ist ja schon dran. Ey, echt schlimm. Kai Bob, meine Damen, war ja gestern bei mir. Ja, und ich dachte, es ist ein penetrantes Parfum, was ich immer noch bei mir im Bad riecht. Das ist mir aufgefallen. Ich habe Klopapier mit Duft. Wow. Hab ich das richtig verstanden? Kein Wort, meine Damen und Herren, riecht nach Klopapier mit Duft. Welches Server? Asia-Server? Ja. Kann mir jemand den Code sagen? DEJVKF. Okay, ich sag ja, Marlin sagt aber nicht gesagt, dass ich es kann. Hä, es funktioniert einfach das erste Mal, dass ich direkt. Ja. Hi. Hab, was er gesagt hat. Ich hab mir auch echt Mühe gegeben. Was hatten wir umgestellt? Kill-Time runter. Crewmate Vision runter. Crewmate Vision 05 oder 075? 05. Wir müssen es für die Crewmates so schwer wie möglich machen, sonst hat der Impostor keine Chance. 20, ja, ich glaube, es klingt gut. 3 Short, 1 Long. Aber jetzt sind wir auch nur noch 6. Updates aus, oder? Ah, stimmt. Das paar Updates. Und Anonymous Volt 8. Never. Also kann man auch mal die Geschwindigkeit da machen, also Player Speed. Ja, kannst du eigentlich auch 1 hochsetzen. Können wir ein bisschen runter eher. Hä? Ja, aber dann ist man doch schneller fertig. Das ist ja blöd für den Imposter. Piu, piu. Ach so. Ich bin ein Geschoss. Ich bin ein Geschoss. Ja, dann einfach. Dann lass es. Ich glaube, das sieht gut aus, oder? Voll Laser Cash. Ich war aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Discussion und Voting Time? Die Discussion Time, da kannst du noch nicht voten. Das ist Voting komplett off und erst wenn es in die Voting Time geht, kannst du jemanden voten. Let's go. Okay, also nach unserem Maßstäben 10 Minuten Discussion Time, 1 Sekunde Voting. Alles klar, ready? So, ready. Ja, ich muss nicht mehr pinkeln, ich war schon, danke. Ich hab das aber auch nicht gesehen. Ich bin auch da. Ja, weil ich ignoriert, weil ich sonst immer nur Scheiße laber. Psst.
Was so eine klar. dreckige Nummer da oben an dem Pfosten. Alter, dieser scheiß Pfosten. War das also... Ich hab gesehen, dass zwei Leute tot sind. Ich hätte Emergency-Meeting machen sollen. Ich dachte, er ist einfach zu doof, Electrical zu machen. Aber ja, nein, er hat es wirklich sabotiert auch noch. Ich habe Emergency-Meeting, ich habe den Button nicht gefunden. Ich wollte die ganze Zeit zum Emergency-Button rennen und dann kam dieser Reaktor. Und ich so, nein! Lass mich doch zum fucking Button rennen. Ja, der war blöd versteckt. Das auch, wenn man die Map so gar nicht kennt. Ich hatte auch anfangs ein bisschen Stress mit meinen Aufgaben. Das war auch kein Ansatz. Die Map ist eigentlich viel zu groß. Wenn eine Leiche gefunden wäre, ich hätte mich 0% verteidigen können. Null. Ich kenne so diese Map viel. Komplett nicht. Aber der Rest wäre halt auch lost gewesen. Ja, aber... Ja. Aber jetzt machen wir den Kill-Cooldown wieder hoch, weil wir sind ja, nur zu sechs und die Map ist riesig. Definitiv, ich konnte gerade batz durchlaufen. Es sind, glaube ich, die ersten schon aus dem Spiel raus. Ach so, gerade, der Admin ist schon gegangen. Nur noch eine. Ja. Ich dachte auch, wir sind... Ja. Ach, das ja. war's jetzt. Okay, also ich müsste mal aufs WC, aber wenn wir jetzt eher laufen, dann ist es ja eh... Also ich wäre noch dabei, wenn wir noch fünf wären. Ja gut, eine noch. Ja gut, dann gehe ich mal kurz aufs WC. Aber nur noch eine schnell. Okay. Ja, die geht eh schnell. Dann macht's mal gut. Mach's ja. besser. Bye bye, tschüss. Oh. Ich schade. Ciao, ciao. Mini-Penis. Aber eben auch, dann ging der Reaktor los. Ich dachte, ich mach meine Taste da unten noch fertig, weil ich dafür durch die Schleuse musste. Und dann musste ich denken so, ach fuck, du musst die Schleuse ja auch wieder zurück. Ja, ich wusste, als du in die Schleuse bist, dachte ich so, ah, das ist das letzte Mal, dass ich dich sehe. Ach, ich hab einfach nur gehofft, am Ende Cash, wo ich gerade stehst da oben. Ja, wir müssen noch wechseln. Dass du checkst, dass der Pippi nicht drückt. Und deswegen habe ich gedacht, bitte geh hoch. Bitte geh nochmal hoch. Naja, scheiße, sie geht nicht hoch. Ja, ich wollte ja zum Emergency-Button, aber es ging halt nicht. Ja, der ist halt mega weit weg auf dieser Seite. Ja, Mann. So. Ich bin vor allem falsch gelaufen. Ich hab's gesehen, ich hab gedacht, wo willst du denn hin? Ich dachte irgendwie, der war da oben. Und so, ah nein. So. Was war's? Cooldown? Cooldown. Hoch. Ja, auf jeden Fall mehr hoch, weil auf der Map hat man ja ewig Zeit, den zu regenerieren. Und ich erst. Code ist SWV. Ach so, von euer Code? Ja. Ja. SWV. ZZF. SWV. ZZF. Alright. Attacke. Dann mach mal Player Speed jetzt hoch. ich merke keinen Unterschied bei meinen schlechten Frames. Ey, aber am Anfang hat es auch ein bisschen gelaggt. Ohne Scheiß, bei mir ist der Atmer am Anfang teleportiert. Aha. Das macht er immer. Let's go. Ja, teleportiert jedes Spiel der Atmer. Start. Das ist das Atmer-DLC. Ich find's scheiße, dass jetzt jeder eins rausbringen kann, einfach. Ja, ich finde auch, das sollte blockiert werden. Leute, so werde ich nicht fertig mit meinem Kram, wenn ich immer unerbrochen werde. Cash kam aus dem Raum raus, ist an mir vorbeigegangen. Ich muss sogar lachen. Das war jetzt doof. Und in dem Raum ist das Labor rechts oben. Es geht halt einfach nur eine Tür raus. Ja gut, du hast gesagt, es gibt eine ganz, ganz kurze, schnelle Runde. Hast du gerade für dich selber gewotet? Einmal Pupsteuer, ein Mal. Was war und das? Zack in die Lava. Und da so angeflitzt. Nin! Okay, ich bin immer für dich da, Baby. Und ich wollte verfickte Player Speed noch hochmachen. Das ist scheiße. Okay, ich hätte einfach wenden sollen. Eine Kümmer doch. Kümmer doch, du. Das war aber echt geil. Ich sehe die Kiste da raus an mir vorbei und flitzt. Denkst du, Moment mal, da war noch jemand.
Das war quick. Diesmal kam Martin mir entgegen, nur in die andere Richtung. Lass mich warten, Medbay. Nee, der Flur unterm Laboratory. Nach rechts. Ich war rechts in der Medbay. Und Martin kam von links. Ich bin nach links weg. Dann ist Martin mir gerade hinterhergelaufen. Und im Flur liegt Pippin, auf den ich gerade zugelaufen bin. Ja, okay. Ich glaube, wir lassen es für heute. Dann läuft bei dir, ne? Ja, das ist bei der Map aber auch echt scheiße, wenn man die Map 0 kennst. Es kommt dir einer entgegen, du bringst den um und dann läufst du hinter und siehst, okay, da steht einer und du weißt, ja, ich hätte gerade wieder zurück rausrennen können, aber dann hast du doch diesen 30-sekündigen Cooldown, wo du denkst, okay, den krieg ich auch nicht mehr umgelatzt, kannst du eigentlich nichts mehr machen. Hast keine Ahnung, wo die Vents sind, dass du rauskommst. Toll. Ja, ich bin Arsch, wenn du die Map nicht kennst. Genau. Ja, ich hätte meine Tasks nie und immer gefunden, Alter. Ja, das also, ich fand mich überragend. Ich bin damit raus, Freunde, mein Datenvolumen wird mir danken. Ja, gut, bin ich froh. Nicht nur das, was? Ich schick dir was.